Die Entwickler haben brandfrisch endlich das neue Kristallkreation-Accessoire-Pack vorgestellt. Alle Infos und meine kurze Trailer-Analyse gibt es jetzt. Mit Kristallkreation könnt ihr euren eigenen Schmuck an einem neuen Gameplay-Objekt herstellen, eine neue Fähigkeit erlernen und den Schmuck sogar mit Hilfe von Mondlicht aufladen. Das Pack wird bereits am 29. Februar erscheinen und wie immer 10 Euro kosten. Bei meinem Partner Instant Gaming gibt es dieses wie viele andere Inhalte auch wieder deutlich günstiger, Link in der Beschreibung. Jetzt aber mehr zum ersten Trailer, der ebenfalls geteilt wurde. Los geht's mit der neuen Hauptprotagonistin des Trailers, welche vor der neuen Herstellungsbank steht. Die Frisur ist neu. Ich liebe den Fakt, dass man die Details vom Stoff erkennen kann, was gerade am Anfang von The Sims 4 noch deutlich schlechter gelöst war. Die Sim-Dame stößt in den versteckten Grotten in Oasis Springs auf eine andere Frau. Auch diese hat natürlich neue Sachen an. Passend zum Thema sind sogar auf den Schuhen ein kleiner Diamant versteckt. In die Frisur wurde eine kleine Klammer gesteckt. Ich finde, dass sich die Entwickler noch mehr auf solche Haare mit Accessoires konzentrieren sollten. Für alle Baumodus-Enthusiasten sind die nächsten Szenen gedacht. Der Baumodus-Stil erinnert mich ein wenig an eine Mischung aus paranormale Phänomene und Reich der Magie. Mein Highlight ist hier definitiv diese schicke goldene Lampe. Aber auch diese Vitrinen für die Wand sind eine nette Ergänzung. Allgemein sind astrologische Zeichen und Symbole wohl ein fester Bestandteil des Baumodus-Stils von diesem Pack. Jetzt sehen wir konkret etwas zum neuen Gameplay des Accessoire-Packs. Wir können an der neuen Herstellungsbank eigenen Schmuck und Deko herstellen. Links wählt ihr das herzustellende Objekt und dann welche Materialien, also Erz und Diamant, ihr dafür verwenden wollt. Laut Blog-Eintrag könnt ihr hier über 1000 verschiedene Schmuckstücke herstellen. Auch ein selbstgemachter Verlobungsring, Armbänder, Ketten oder Ohrringe sind hier möglich. Das gewählte Metall, von denen es bereits 22 im Spiel gibt, hat Einfluss auf die Farbe des Gegenstands. Und auch die Edelsteine könnt ihr in verschiedene Schliffe bringen, unter anderem Herz, Plumbob oder zwergförmig. Hier kommt auch die neue Edelsteinkunde-Fähigkeit ins Spiel, welche durch Lesen oder Herstellen verbessert werden kann. Die Kreationen, die ihr herstellt, können verkauft, gesammelt oder auch verschenkt werden. Ihr könnt die Gegenstände auch aufladen. Was genau das für Effekte hat, erklärt euch diese kleine Textbox unter der Materialauswahl. Auch die Effekte sind pro Gegenstand unterschiedlich. Lasst doch gerne ein Abo da, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Die Animationen sind an der Werkbank wieder sehr kreativ und witzig. Mit höherer Fähigkeit hauen sich die Sims bestimmt nicht mehr so oft auf den Kopf und die Qualität der Gegenstände wird besser. In einer der nächsten Szenen sieht man Boxen mit Edelsteinen darin. Ich frage mich, ob diese nur Deko sind oder auch eine spezifische Funktion haben. Die Sim-Dame schleift mit ihren fortgeschrittenen Fähigkeiten diesen Diamanten hier zurecht, welcher durch Einpflanzen zu einem richtigen Baum mitsamt Diamanternte heranwächst. Wie vorhin schon erwähnt, können geschliffene Steine ebenfalls an der Kristalltafel aufgeladen werden und bringen dann besondere Fähigkeiten mit sich, welche aber nach einiger Zeit nachlassen und anschließend wieder aufgeladen werden müssen. Außerdem bringt das Accessoire-Pack auch drei neue, Jade, Mondstein und Bernstein. Mithilfe diesem Amulett könnt ihr sogar den Sensenmann beschwören, nachdem es sich in der Nacht mit Mondstein aufgeladen hat. Hier spielen wohl auch die einzelnen Mondphasen eine wichtige Rolle. Hier bekommt ihr auch nochmal einen kleinen Überblick, was für unterschiedliche neue herstellbare Dinge existieren. Scheinbar können die Sims die Accessoires nicht nur tragen, sondern diese lassen sich auch richtig ausstellen, was ich ein wichtiges kleines Detail finde. Schaut euch den Kristallbaum in seiner vollen Pracht an. Ist dieser nicht wirklich beeindruckend schön? Für alle, die gar nicht abwarten können, bis es noch mehr Infos gibt, am 28. Februar um 20 Uhr gibt es einen neuen Entwickler-Stream, in dem die Inhalte des Accessoire-Packs genauer vorgestellt werden. Leider nur einen Tag vor Release. Ich muss sagen, der Umfang dieses Accessoire-Packs macht wirklich einen soliden Eindruck. Gerade, dass die einzelnen Schmuckstücke nicht nur Deko sind, sondern eigene Effekte haben, finde ich mega. Auch wenn man sagen muss, dass sich manche Effekte so auch schon durch andere Sims 4 Packs und Features auslösen lassen. Ich bin auf jeden Fall sehr auf das Accessoire-Pack gespannt. Auch wenn es vielleicht nicht ganz an paranormale Phänomene rankommt, scheint der erste Eindruck wirklich positiv zu sein. Was denkt ihr zum neuen Pack? Werdet ihr es euch holen, wenn Kristallkreation bald erscheint? Also dann, bis zum nächsten Video.